Das ist ein LexCorp 620T Netzwerkdrucker. Irgendwas habe ich übersehen, aber ich habe keinen Plan, was. Ich weiß es echt nicht. Eine Mikrowelle mit kräftigen 1000 Watt. Irgendwelche Hamster in der Nähe? Nicht? Schade. Ah, die Kolmofos. Wir gehen ihnen auf den Sack. Die Kolmofos. Wir gehen ihnen auf den Sack. Herrlich. Hätte man wirklich nicht treffender ausdrücken können. Ja, da hat er allerdings recht. Los, wie zur Hölle kommen wir hier weiter? Noch eine Kamera, aber die Kamera gefällt mir überhaupt nicht. Kann mir nicht helfen, aber ich fühle mich irgendwie so beobachtet. Ich glaube nicht, dass das gehen würde. Ich glaube nicht, dass das gehen würde. Probier jetzt einfach alles mit allem aus. Ich glaube nicht, dass das gehen würde. So ganz langsam bin ich echt... Moment. Es gibt hier überall einen Lichtschalter. Nichts passiert. Das ist seltsam. Ist das bei den anderen genauso? Ich kann mich noch erinnern, dass es hier ein... Nichts passiert. Gab's den auch bei Kai? Nee, aber da gibt's den Schalter da drüben. Ob das vielleicht miteinander zusammenhängt? Moment, der Schalter bleibt an. So viel zu nichts passiert. Halt, stopp. Probier das jetzt nochmal. Loreng bleibt da. Kai bleibt da. Loreng benutzt den Lichtschalter. Nichts passiert. Okay. Wechseln wir nochmal zurück auf Kai, wenn der Schalter noch so steht. Ja, der Schalter steht noch so. Kai bleibt jetzt einfach mal da stehen, wo er ist. Wir gucken mal. Ah! Ah! Aha! Sehr interessant. Wirklich sehr, sehr interessant. Ein Hebel. Na, der will doch benutzt werden. Der schreit doch förmlich danach. Linken Hebel. Ein weiterer Überwachungsmonitor. Ob diese beiden Hebel wohl was damit zu tun haben? Ob diese beiden Hebel wohl mit dem Bildschirm darüber was zu tun haben? Ob diese beiden Hebel wohl mit dem Bildschirm darüber was zu tun haben? Rechter Hebel. Jetzt gehe ich mal spaßenshalber zu Ben. Jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt wird ein richtiger Schuh draus. Dann öffnen wir mal das hier. Jetzt können wir mit Ben da reingehen. Und uns so ein bisschen Fungizid holen. Kommt mir ein bisschen bekannt vor. Bin ich hier schon mal gewesen? Ja, das sieht doch irgendwie... ein paar Zimmer entfernt. Das sieht doch irgendwie sehr eigenartig aus und sehr bekannt. Oh, so, ihr Halunken. Nun zeige ich euch, wo der Frost die Locken hat. Ach du Heilige. Oh nein, wie stark und ehrfürchtig er ist. Oh nein. Ja, haha. Und ob ich das bin. Oh je, oh je. Nun gibt's wieder auf die Nuss. Oh nein, bitte nicht. Aber ja. Sir? Wir haben nichts gesehen. Doch. Nein, Sir. Ich habe nicht gesehen, dass Sie wieder mal mit Ihren Puppen spielen. Gut, gut. Was gibt es, Schrecken?
Ich wollte Sie nur darüber informieren, dass ich auf 5 Uhr Kamillenbad eingelassen habe. Sehr interessant. Aufgezeichnet. Ausgezeichnet. Hier hat es überall Fungus. Und ich glaube, ohne kommen wir hier auch nicht raus. Glockenhaufen. Können wir den mitnehmen? Das nehme ich nicht mit. Na gut, dann nimmst du den halt nicht mit. Was wir aber auf jeden Fall brauchen ist... einige chemische Substanzen, die ich nicht kenne. Und ganz oben natürlich die Entwicklerflüssigkeit. Moment mal, wir haben doch... ein Mikroskop. Rotlichtmikroskop? Moment mal. Rotlichtmikroskop. Und jetzt probieren wir mal spaßenshalber den Code mit dem Mikroskop aus. Nichts zu sehen. Das ist ein sogenanntes Rotlichtmikroskop und wird benutzt, um Dinge sichtbar zu machen, die das bloße Auge nicht erkennen kann. Ah ja, den Kolben, den nehmen wir auch mal mit. Den brauchen wir für unser Gemisch. Jetzt brauchen wir noch alles. Biomasse, den Ziellaser. Zum Henker kommen wir an den Kacklaser. Muss irgendein komischer chemischer Apparat sein. Der Zentrifugator 3000 mischt alles und jeden auf. Können wir vielleicht mal öffnen? Wir brauchen etwas Biomasse. Wo kriegen wir jetzt so schnell Biomasse her? Ich glaube, in dem Terrarium ist das. Ein dilettantischer Versuch, eine Ziffer zu verunstalten. Mit entsprechendem Gerät lässt sich sowas aber ganz bestimmt noch auslesen. Hier zum Henker? Das ist ein sogenanntes Rotlichtmikroskop und wird benutzt, um Dinge sichtbar zu machen, die das bloße Auge nicht erkennen kann. Benutzen wir es mal. Ich muss erst das Rotlicht einschalten. Ach so, dann nutzen wir mal kurz den Lichtschalter. Und dann benutzen wir das Rotlichtmikroskop. Da bin ich ja mal gespannt. Es war eine 6. Es sah aber vorher aus wie eine 3. Ich notiere das besser mal direkt fest auf den Zettel. Ja, das wäre vielleicht gar keine so dumme Idee, aber jetzt brauchen wir auch noch diese Karte. Ein Poster, schon wieder. Was machen wir hier jetzt bloß? Warum ist das hier zu? Ist ja sehr interessant. Was aber noch viel interessanter ist, warum zum Henker bin ich jetzt mit Loren hier? Gucken wir uns mal die Monitore an. Einer von 6 Überwachungsmonitoren, die sich mit dieser Konsole steuern lassen. Konsole? Mit diesem Pult kann das eingehende Videomaterial gesteuert werden. Ah ja. Ein sehr altes Tastaturlayout, das Erinnerungen weckt. Eine Nachricht? Wenn mich jemand sucht, ich bin im Swingerclub. Gezeichnet der Sicherheitsfuzzi. Oh, das ist vielleicht keine so gute Idee. Speicherschrank. Der Storage Master 3000. Das älteste, was die Magnetbandtechnik zu bieten hat. Sehr interessant. Die Anzeige sagen, alle Bänder sind randvoll. Ein Reset wird empfohlen. Reset-Button. Security-ID-Omat, okay. Dieses Gerät kann Security-ID-Karten kopieren und auf einen neuen Träger aufspielen. Die Daten bekommt man durch dieses rote Gerät, das man mitnehmen kann. Können wir das denn mitnehmen? Und mit dem Reset-Button, können wir den benutzen oder können wir den mitnehmen? Nö. Ja gut, dann benutzen wir ihn halt. Aber hilft uns dieses Gerät kann Security-ID-Karten kopieren und auf einen neuen Träger aufspielen. Die Daten bekommt man durch... Dieses Gerät liest Magnetstreifen und übergibt die Daten später ans Hauptgerät. Ah, okay. Das heißt, wir brauchen die Security-Karte von Schwicken. Definitiv. Ob diese beiden Hebel wohl mit dem Bildschirm darüber was zu tun haben? Ja. Benutz mal den linken Hebel nochmal. Was ist das überhaupt? Ein weiterer Überwachungsmonitor.
Ob diese beiden Hebel wohl was damit zu tun haben? Ob sich dahinter wohl ein Atomic Health und ein paar Pipebombs verstecken? Und wie viele den Gag wohl nicht mehr verstanden haben? Ich leider nicht, weil ich leider nicht weiß, zu welchem Videospiel das wieder gehören könnte. Leider, leider. Das tangiert mich peripher. Warum? Warum tut es das? Warum ist hier ein Lichtschalter? Es ist dunkel. Jetzt müssen wir ja nicht mehr da rein. Aber wie zum Henker kommen wir hier weiter? Kommen wir hier überhaupt wieder raus? Weil ihr hat es ja so... Ja gut. Anscheinend doch nicht. Anscheinend doch. Gut, dann sind wir schon mal ein ganzes Stück weiter, haben aber bloß ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wie wir weitermachen sollen. Ich bin echt ernsthaft überfragt. Dieses Spiel, es sagt mir zwar, was ich tun könnte, aber... Gut, jetzt brauche ich das ja auch nicht mehr. Außer ich brauche es halt wirklich. Was zum Henker können wir hier machen? Wir brauchen noch diese Karte, aber wie kommen wir da ran? Moment, der Brunnen ist aus. Der Brunnen ist aus! Wir öffnen mal die Klappe. Einfach so lässt sich das nicht öffnen. Dazu brauche ich ein Werkzeug. Ja. Wer hat denn das Schweizer Taschenmesser? Ich glaube, das habe ich dem Loren gegeben. Loren, was ist los mit dir? Wieso? Ah, natürlich! Der eine Schalter ist für den... Ja, jetzt. Es fällt mir wie Schuppen von den Haaren. Gut, dann benutzen wir mal einen Lift und holen uns mal das Schweizer Taschengekloppe raus. Und dann benutzen wir dieses mit der Klappe. Und nehmen uns den Wasserfilter. Mit bloßen Händen fasse ich dieses mutierte Filterding bestimmt nicht an. Na gut, Ben, du hattest doch irgendwo die Handschuhe. Dann wollen wir mal die Handschuhe wieder zurück zum Kai geben. Das war ja wohl eher... nix. Mit den Handschuhen. So, und dann öffnen wir mal das. Und dann nehmen wir mal das. So. Dann nehmen wir uns den Wasserfilter. Was eine üble Masse. Die Handschuhe sind glatt durchgeätzt. Moment. Üble Masse? Üble Masse? Wir haben unsere Biomasse. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist der Ziellaser. Aber wie zum Henker kommen wir da ran? Ich glaube, das sehen wir dann beim nächsten Mal, meine lieben Point-and-Click-Freunde. Denn unsere Zeit ist leider schon wieder vorbei. Es geht einfach viel zu schnell. Deswegen würde ich sagen, ich finde bis zum nächsten Mal raus, wie wir an den Laser rankommen. Oder auch nicht. Und dann würde ich sagen, viel Spaß bei was auch immer ihr noch macht. Und tschüdelü.